Hallo Freunde, leider haben es Menschen noch nicht gelernt, die Tiersprache zu verstehen. Aus diesem Grund rufen einige ihrer Handlungen bei uns viele Fragen hervor. Warum neigen Hunde ständig ihren Kopf und warum machen Katzen so seltsame Geräusche? In unserem heutigen Video versuchen wir, diese Fragen für euch zu beantworten und vielleicht wird euch das sogar helfen, eure Haustiere besser zu verstehen. Los geht's! Warum beißen Katzen? Höchstwahrscheinlich habt ihr das schon mal erlebt. Man streichelt seine geliebte Katze und plötzlich beißt sie schmerzhaft zu. Aber nehmt das nicht persönlich. Euer Haustier hat euch immer noch lieb. Es hat die übermäßige Aufmerksamkeit einfach nur satt. Ja, Katzen kommunizieren mit Hilfe der Aggression. Daher ist ein Biss nicht nur ein Zeichen der Feindseligkeit, sondern auch noch eine überzeugende Art, Nein zu sagen. Darüber hinaus kann es auch noch auf eine verspielte Stimmung eurer Katze hindeuten. Dazu haben wir ein gutes Beispiel für euch. Hello. Dieses Verhalten kann in keiner Weise als bedrohlich bezeichnet werden. Die Katze nimmt die Hand einfach als ein ungewöhnliches Spielzeug wahr. Warum bellen Hunde beim Schmusen? Schaut euch folgende Szene an. Die Frau möchte mit dem Kerl kuscheln, doch der Pitbull scheint dagegen zu sein. Das ist ein recht häufiges Verhalten. Die vierbeinigen Tiere können bellen, knurren und sich sogar auf den eigenen Besitzer stürzen, wenn er von einer anderen Person umarmt wird. Man könnte meinen, dass sie einfach nur eifersüchtig sind. In Wahrheit ist alles viel komplizierter. In der Hundewelt gibt es keine Küsse oder anderen Zärtlichkeiten. Daher empfinden sie engen Kontakt als Konflikt. Und was macht man, wenn sich zwei Leute streiten? Richtig, sie auseinanderbringen. In solchen Situationen wäre es sicherlich falsch, den Hund dafür zu bestrafen. Schließlich möchte er einfach nur Frieden. Warum erstarren Katzen mit offenem Mund? Katzen können sich in nur wenigen Augenblicken von anmutigen und stolzen Tieren in äußerst seltsame Kreaturen verwandeln. Ist euch schon mal aufgefallen, wie albern sie den Mund öffnen und sich verwirrt umschauen? Was ist das? Eine Art Krankheit oder vielleicht ein Schockzustand? Es stellte sich heraus, dass sie auf diese Weise die Luft schmecken. Katzen verfügen nämlich über zusätzliche Geruchsrezeptoren im Mund und sie müssen ihn deswegen manchmal öffnen, um einige Gerüche besser wahrnehmen zu können. Manchmal führt diese Besonderheit zu recht komischen Situationen. Warum werfen Katzen Sachen auf den Boden? Was stimmte denn nicht mit diesem Glas? Egal was auf dem Tisch steht, wenn man eine Katze hat, wird sie unbedingt versuchen, alles herunterzuwerfen. Dabei tun die Tiere das nicht aus Bosheit. Sie wollen einfach nur Aufmerksamkeit bekommen oder ein bisschen Spaß haben. Und manchmal ist es ihr Jagdinstinkt. Am häufigsten machen das ausgerechnet junge Katzen. Und vergesst nicht, dass sie tief im Herzen immer noch Raubtiere sind. Warum knirschen Papageien mit dem Schnabel? Dass Papageien verschiedene Geräusche machen können, ist nichts Neues. Manchmal können sie mit ihrem, Gesang wirklich überraschen. Quietschen, knacken, klopfen, das alles erinnert uns eher an einen kaputten alten Mechanismus. Wissenschaftler behaupten, dass Papageien es tun, wenn sie glücklich sind. Außerdem bedeutet solches Knirschen, dass sie sich für den Schlaf vorbereiten. Dieser hier ist zum Beispiel direkt auf dem Arm seines Besitzers eingeschlafen. Nun, anscheinend sind Papageien viel kontaktfreudiger als einige unserer vierbeinigen Freunde. Warum machen Katzen Geschenke? Ja, Katzen bringen ihren Besitzern gerne etwas mit. Manchmal wird sogar eine getötete Maus oder ein getöteter Vogel oder weitere seltsame Gegenstände zu solch einem Geschenk. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Socke des Besitzers? Wer weiß, vielleicht wollte die Katze auf diese Weise einfach nur sagen, dass sie spazieren gehen möchte. Am häufigsten tritt dieses Verhalten bei Mutterkatzen auf. Sie bringen ihren Jungen die gefangene Beute, um ihnen das Jagen beizubringen. Aber aus irgendeinem Grund zeigen sie dieses Verhalten auch Menschen gegenüber. Außerdem kann der mitgebrachte Gegenstand auch das Lieblingsspielzeug eurer Katze sein. Müssen wir eigentlich noch erklären, dass es unhöflich ist, solch ein Verhalten zu ignorieren? Warum laufen Hunde im Kreis? Über diese Besonderheit wissen sogar diejenigen, die noch nie einen Hund zu Hause hatten. Vor dem Schlafengehen drehen die Tiere immer ein paar Runden um ihr Bett. Ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, aber das ist eine sehr alte Tradition. Früher lebten die Vierbeiner auf der Straße und mussten im Freien schlafen. Ja, ja, ohne gepolsterte Sofas und bequeme Betten. Das im Kreislaufen diente dazu, um das hohe Gras niederzudrücken und Schlangen und Insekten zu vertreiben. Wie ihr sehen könnt, gibt es dieses Ritual bis heute noch. Anscheinend kann man gegen Instinkte nichts machen. Warum holen Katzen ihr Futter aus dem Napf heraus?
Schaut euch diese Katze an. Sie hat zwei Näpfe vor sich stehen und frisst immer noch lieber vom Boden. Einige von euch haben sicherlich schon erraten, dass Katzen es aus einem bestimmten Grund tun. Am besten wäre es, die Näpfe durch größere zu ersetzen. Das liegt an der hohen Empfindlichkeit der Schnurrhaare von Katzen. Wenn der Napf zu tief ist, berühren sie ihn mit ihren Schnurrhaaren, was sie dabei stört, das Futter in Ruhe zu genießen. Dafür kann es auch einen weiteren Grund geben. Zum Beispiel, wenn sich der Napf mit dem Futter zu nah am Wassernapf befindet. Was das Essen angeht, sind Katzen wirklich ziemlich wählerisch. Warum klopfen Kaninchen mit den Hinterläufern? Kaninchen sind sehr niedliche Tiere, aber auch sie können manchmal ihren Besitzern Überraschungen bereiten. Manchmal fangen sie zum Beispiel plötzlich an, mit den Hinterläufern zu klopfen. Being a little brat. Stop. Stop thumping. Stop being mad. Boom, einige von euch mögen solch ein Verhalten für lustig halten. Das Kaninchen hat aber in Wirklichkeit Angst und versucht sich auf diese Weise vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Wenn solch eine Reaktion auf den eigenen Besitzer auftritt, dann sollte man das Kaninchen für einige Zeit wirklich lieber in Ruhe lassen. Warum springen Kaninchen? Unsere langohrigen Freunde haben eine recht ausgeprägte Körpersprache. Kaninchen können zum Beispiel hochspringen und sich leicht in der Luft drehen. Am häufigsten geschieht es, wenn sie aus ihrem Käfig rausgelassen werden. In diesem Fall ist alles recht einfach. Das Tier ist glücklich und freut sich in seiner neuen Umgebung wohl. Auch wir springen manchmal vor Freude. Warum erstarren Hamster? I'm alive, but I'm dead. Ist der Hamster etwa gestorben? Stop it! Wenn auch ihr das gedacht habt, dann hat es der kleine Schauspieler geschafft, euch zu überlisten. Hamster und andere Nagetiere stellen sich oft tot an. Das ist ein Abwehrmechanismus, der ihnen hilft, Raubtiere zu überlisten. Manchmal erstarren sie an Ort und Stelle. Einige rennen weg, andere greifen den Feind selbst an, andere erstarren einfach vor Angst. Das ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, sich vor Gefahren zu verstecken, aber Hamster wissen wohl besser, wie sie sich in solchen Situationen verhalten müssen. Können Meerschweinchen schnurren? Denkt ihr, dass Katzen die einzigen sind, die vor Freude schnurren können? Wie wäre es mit diesen Meerschweinchen? Diese flauschigen Nagetiere können tatsächlich Schnurrgeräusche von sich geben, wenn sie glücklich sind. Man braucht sie nur ein wenig zu kratzen und schon wird man den gewünschten Effekt erzielen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, diese Tiere als Meerschweinchen zu bezeichnen? Schließlich sehen sie Schweinen doch überhaupt nicht ähnlich aus. Warum neigen Hunde den Kopf? Achtung, jetzt zeigen wir euch viele niedliche Hunde. Hunde neigen in der Tat oft dazu, ihren Kopf zu neigen. Viele Menschen glauben, dass sie auf diese Weise versuchen, besser unsere Sprache zu verstehen oder wenigstens einzelne bekannte Wörter zu hören. A walk? Maybe a walk outside? Manchmal scheint es, dass sie bereit sind, alles dafür zu tun, um wenigstens etwas zu verstehen. Einige Wissenschaftler sind jedoch davon überzeugt, dass die Neigung des Kopfes überhaupt nichts mit dem Hörsinn zu tun hat. Die Vierbeiner möchten ihren Gesprächspartner einfach besser sehen. Oder wollen sie vielleicht einfach nur gestreichelt werden? Wozu brauchen Papageien Spiegel? Tiere nehmen ihr Spiegelbild oft als ein anderes Lebewesen wahr. Ein gutes Beispiel dafür sind Papageien. Schaut euch nur an, wie sich dieser Papagei mit seinem Spiegelbild unterhält. Der Kerl sitzt im Spiegel und scheint ihm wirklich gut zu gefallen. Papageien sind sehr gesellige und soziale Tiere. Aus diesem Grund können sie sich um ihr eigenes Spiegelbild kümmern, damit tanzen und es sogar füttern. Gebt schon zu, manchmal seht ihr euch doch auch so voller Bewunderung an. Warum machen Katzen seltsame Geräusche? Diese Geräusche sind schwer mit etwas anderem zu verwechseln. Einige Tiere wälzen sich wie verrückt auf dem Boden. Katzen haben aber eine etwas andere Strategie gewählt. Wenn ihr eine Katze zu Hause habt, dann wisst ihr sicherlich bestimmt, was hier vorgeht. Hinter dem Fenster befindet sich ganz einfach ein Vogel oder vielleicht auch eine Maus, ein Eichhörnchen oder auch ein anderes Kleintier. Aus irgendeinem Grund bringen Instinkte unserer Haustiere sie dazu, lustig etwas vor sich hinzumurmeln und auf die potenzielle Beute zu starren. Erschreckt euch daher nicht, wenn ihr so etwas seht. Eure Katze möchte einfach nur jemanden fangen. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes, nur Action. Nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe, Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an.
Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.